Hat es hinter sich, der kleine Wuffi, und muss nicht mehr länger leiden. Letztendlich war das eine Erlösung, was du mit ihm gemacht hast. Selbstverständlich war es eine Erlösung. Hättest du den Hund künstlich ernährt, einen Schlauch genommen und püriertes Hundefutter in ihn reinpumpt oder was? Ich mach dir gar keinen Vorwurf. So ein Tier darf ja wenigstens auch in Würde sterben. Oh ja. So manche Menschen, die quält man bis zum Schluss. Die Pichler-Petra zum Beispiel, die war damals bei mir in der Grundschule in der Klasse. Da haben wir einen Ausflug gemacht zum Marktholzheimer Ponyhof. Da durfte die Pichlerin auf dem schönsten Pony ganz vorne in der ersten Reihe reiten. Und dann hat der Dummler Rudi seine Vespertüte platzen lassen und da ist das Pony so erschrocken, dass es sich aufgebäumt hat und die Pichlerin ist runtergefallen. Ja, und hat sich wehgetan wahrscheinlich. Kann man so sagen. Die ist mit ihrem kleinen Füßchen am Steigbügel hängen geblieben. Und das Pony ist durchgegangen und hat die fast 3 Kilometer über so einen Schotterweg geschreddert. Die sah danach aus wie so ein Mettigel. Das war echt ein schrecklicher Tod. Also, ja, furchtbar. Ja, die ist ja gar nicht gestorben. Die lebt heute noch. Die lebt heute noch und liegt in Isny in so einer Spezialklinik und wird künstlich ernährt, künstlich beatmet, künstlich befruchtet, alles künstlich am Leben gehalten. Manchmal, wenn sie einen guten Tag hat, da wird ihre Trachealkanüle kurz entblockt, da kann sie sprechen. Da sagt sie aber immer das Gleiche. Ein Satz: Ich will sterben, sagt sie dann. Aber man lässt sie nicht. Schrecklich. Nee, aber da haben wir es auch wieder. Wenn da die Lehrerin ein Einsehen gehabt hätte und dem Madler mit dem Kreuzschlüssel den Rest gegeben hätte, dann hätte das Mädchen ihren wohlverdienten Frieden erlangt. Hm. Ich meine, bei mir ist so die einzige Kraft, warum ich jeden Morgen aufstehe, ist ja, dass ich weiß, wenn es nicht mehr geht, dann bringe ich mich um. Ne? Aber wenn du die Chance gar nicht hast, so wie körperlich und so, dann musst du warten, bis der Körper halt mit dieser Traurigkeit so voll ist, dass er irgendwie explodiert eines Tages. Ich hoffe bei Gott, dass es wirklich besser war als bei dir. Ich halte dieses Arschgewarf einfach nicht mehr aus.